Jo, Buddies, das Video startet hier jetzt noch nicht, denn ich habe eine sehr, sehr traurige Nachricht. Denn diese Folge wird erstmal die letzte Folge. Wir bewerten eure Autos sein. Aber stopp, ich habe noch ein kleines Goodie, denn ich habe mir ein neues Format ausgedacht. Wir bewerten eure Autos ist cool, aber das neue Format wird tausendmal cooler. Ich verrate noch nicht zu viel, ihr werdet das sehen. Und das sage ich einfach nur, weil sehr, sehr viele Autoeinsendungen immer waren. Und ich fand es immer so unfair, dass nur 5 bis 10 Autos drankommen. Und das möchte ich jetzt ändern. Deswegen habe ich mir ein neues Format ausgedacht, wo sehr viele Autos drin vorkommen können, wie es viel interessanter wird und vor allem auch nicht so langwierig. Also, wird wirklich spannend. Jeder, der schon ein Auto eingesendet hat, wird jetzt in nächster Zukunft in dem neuen Videoformat sein. Also ihr braucht mir nicht unbedingt nochmal schreiben. Wenn ihr es macht, wenn ihr sagt, ich habe da Bock drauf, ich möchte dabei sein, feiere ich das natürlich, dann seid ihr auf jeden Fall 100% eher dabei. Und ich würde sagen, stay tuned, viel Spaß mit der letzten, aber auch besten Folge. Wir bewerten eure Autos. Was geht, Boost Buddies? Ich bin Justin von Boost Company. Das hier ist Leon. Hallo. Und hinter der Kamera ist Laura. Hallo. Wir bewerten heute wieder eure Autos. Ihr konntet mir bei Instagram Autos einschicken. Ihr wisst das ja mittlerweile. Das ist hier schon der zweite Teil jetzt mit Leon. Wir gucken eure Autos an, quatschen einfach mal ein bisschen drüber, was da so geht, wie wir die finden. Bitte seid nicht traurig. Wir haben sehr, sehr viele Einsendungen jedes Mal und wir wissen schon gar nicht, welche Autos wir mit reinnehmen wollen. Ihr feiert dieses Format extrem. Deswegen machen wir gleich noch einen zweiten Teil. Wir haben wieder 5 Autos dabei. Wir quatschen darüber und am Ende müssen wir uns die Autos merken und unseren Gewinner küren. Also wir sagen, welches Auto wir am besten finden von diesen 5. Warum sollten wir viel quatschen, wenn wir direkt das erste Auto angucken könnten? Das ist schon wieder ein Auto von Mike, Laura. Ich glaube, er war schon 2-mal dabei. Aber er hat auch einfach coole Autos. Ach, der auch einmal hier war? Genau, das ist der Mike mit dem E36 und mit dem E46. Und jetzt hat er einen E91 auf Luft. Ein roter? Ja, genau, beides ja. Rote Autos. Mike, was ist los, Alter? Warum ist der weiß? Was ist los? Die wollte ich auch mal Golf 3-Teile holen, das habe ich immer noch nicht gemacht. Stimmt, ich glaube, er hatte mir da auch geschrieben, ja. So braucht Leon noch irgendwas vom Golf 3, da waren übrigens rote Spiegelkappen dabei, hättest du nicht mehr hier brauchen. Finde ich sehr gut. Ich bin gespannt, was nächstes Mal aus seinem Fuhrpark kommt. Ja, ein anderer BMW. Ich glaube, ich habe da irgendwas in den Kommentaren gelesen. Irgendwie, er tauscht die Autos immer oder kauft die und verkauft die und holt sich von dem Geld, was er plus macht, irgendwie neue Autos. Ich will jetzt hier keine Scheiße erzählen, aber irgendwie, er wechselt ja schon sehr oft seine Autos und irgendwie wird es immer besser. Also, es ist ja Lambo, würde ich sagen, ne? Ich handle ja auch mit Autos. Ja, Leon ist ja genauso am Start, ey. Ich find, zieht da seine armen Nachbarn ab. Der steht auch sehr gut da, finde ich. Der ist schon extrem low, ne? Ja. Die Autos sind immer gefühlt innerhalb von 3 Tagen umgebaut. Also innerhalb von 3 Tagen ist das Ding fertig. Wie hier. Ja, knapp 5 Jahre pro Auto. Ich finde, der ist extrem cool. Ich glaube, es ist sogar ein Diesel. Aber ab und zu braucht man halt auch mal einen Diesel im Fuhrpark, gerade wenn du 600 Autos hast, ne? Ja. Ich finde halt so eine Familienkarre irgendwie so geil, gerade ja. Wenn du auch noch als Diesel, dann überleg mal, du schmeißt das Ding in der Tiefgarage an, alle denken vielleicht so, ach komm hier ja, mit deinem BMW Diesel. Ja, so. Und dann hat das Ding irgendwie 800 ja. PS, wirklich gerade oft bei BMW Dieselmotoren, wirklich, ja. Dass sie die auch richtig hochschrauben. Dann düst du da los, dann knallst du vom Supermarkt, kommst du da wie so ein Besenkter draufgefahren, legst das Ding da mit Luft ab, holst einen Kinderwagen erstmal raus. Nee, ich finde extrem coole Karre. Also gerade so für Familienväter oder als 19-Jähriger kannst du das gut fahren. Ne? Müsste jetzt nur noch rot sein für Mike. Ne? Die Spiegelkappen, ja. Nur die Spiegelkappen rot, stimmt. Dann wäre es auch was für Leon. Und goldene Felgen. Ja, die Felgen finde ich schon gut. Sind das Originale? Ja, ich glaube schon. Bei BMW sind es ja so viele verschiedene Räder, die recht gut aussehen. Ne? Mhm. Und die kannst du fast auch, die ganzen Größen sind so gewählt, dass du die auch so viel untereinander kombinieren kannst, ob auf dem 3er, auf dem 5er, auf dem 7er. Die tauschen so viel hin und her, die BMW-Leute. Ja. Und ich finde das extrem gut, weil es gibt extrem schöne Felgen noch bei BMW. Und bei Volkswagen und so finde ich, die originalen Felgen sind oft wirklich... Also die kannst du nur direkt runternehmen. Das stimmt. Das ist so. Da gibt es zwar auch ein, zwei Ausnahmen, aber so wie zum Beispiel vom 7er Clubsport, die Räder sind ganz gut, die sind so wie diese Blitze, weißt du? Die sind ganz geil, aber da wird es dann auch schon wieder eng. Ja. Laura, was sagst du dazu? Würdest du das Auto fahren? Ja, ich würde den auf jeden Fall fahren. Aber ich mag ja Kombis nicht so gerne. Stimmt, stimmt. Deswegen Touring bei BMW. Passt und so, ne? Aber ja, genau, die Touring-Form mag ich nicht so gerne. Ich schon.
Nee, ich bin auch raus. Da bin ich, also wenn du immer die Wahl hast zwischen Limo und Touring, dann wäre es immer die Limo oder ein Coupé. Also immer ein Coupé, ja, eigentlich. Bei BMW, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, auch, also zum Beispiel beim Golf ist es bei mir auch so, den Golf 7, so normal finde ich den richtig schön und gut, hatten wir auch schon im letzten Als Variant Teil. Meinst du, dann eher nicht so, ne? Ja, genau. Ja, was natürlich ist, ja klar, es kommt ein bisschen drauf an, in welcher Marke du dich bewegst, ja, weil zum Beispiel, ich finde, Audi kriegt Limos nicht so gut hin. Nee. Also die zwischendrin hat Audi Limos schon ziemlich schlecht gebaut. Naja, aber wenn du die Wahl hast zwischen RS3 Limo oder... Das ist ja was anderes, um die rede ich nicht. Aber zum Beispiel, was ist das? Die A4, ganzen A4, B6 zum Beispiel. Um Gottes, ja, Willen, was ist das für ein Auto, ey? Da ist ja der A4, B5 als Limo schöner. Ich glaube, da will ich auch meine Meinung nicht ändern. Ja, also wenn ich, Laura, du kannst das jetzt aber auch wieder nicht vergleichen, weil du vergleichst gerade einen E91 Touring mit einem RS3. Da müssen wir auch einen M3 oder einen M5 nehmen. Da müssen wir auch einen M3 oder einen M5 nehmen. Dann sieht das, Laura, dann sieht das schon ganz anders aus. Weil es ist ja, wie krass so ein M5 aussieht. Da würdest du sagen, feuer den M3 in den Container. Laura, ich habe einfach nur von Anfang an gesagt, ich mag... Egal, zeig mir die nächste Karre. Dann starten wir jetzt mal mit einem Hammer. Ein Hammer? Aber kein echter Hammer, oder? Irgendwie, ich glaube, wir hatten noch nie die Marke hier. Dann zeig doch jetzt mal her, Laura. Mach doch nicht die Spannung so hoch. Oh ja, das ist eins meiner Lieblingsautos jetzt schon. Oh ja. Es ist ein 986, Porsche 986 Boxster. Und ich finde es so krass, diese alten Boxster sehen normalerweise nicht so gut aus. Es ist einfach so... Vor allem das Modell. Genau, vor allem das Modell mit den Spiegeleieraugen. Und jetzt guck dir dieses Auto auf diesen Turbofelgen an. Auf Luft. Oh. Junge, es ist wirklich so krass. Jetzt überleg mal, für wie wenig Geld du Porsche fahren kannst. Ich sag mal, du holst dir so einen Stuhl für unter 10.000, ja, würde ich mal... Hab ich gut, mal vielleicht, ja, knapp über 10.000 holst du dir so einen Stuhl, knallst da die Frontleuchten natürlich gleich rein, weil ja, da sind meistens die Originalen nicht die so schön. Mit diesen Orangenen. Genau, mit diesen Orangenen drin. Junge, dann schmeißt du da die Turbofelgen drauf, schmeißt das Ding auf Luft und guck dir das Teil an. Guck dir dieses Auto bitte an. Das ist doch wirklich... Also ich finde das Auto extrem stimmig. Er hatte vorher die Turbofelgen in Silber. Da fand ich sie ein Tick besser. Ich bin ja immer so der Fan von silbernen Felgen. Aber so ist auch vollkommen okay. Finde ich auch. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon der richtige Weg. Gerade wenn du vielleicht noch jung bist. So der Weg zum ersten Porsche ist nicht so weit. Und ich glaube, wenn du erstmal damit anfängst, ist das schon krass. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. 992 Turbo S. Ja, ich würde den auf jeden Fall auch fahren. Er ist extrem cool. Und was natürlich auch extrem cool ist bei dem Auto, der ist nicht so groß, ne? Ich sag mal, im Gegensatz zu so einem E91 BMW jetzt, kannst du den schon gut in so eine Parklücke in der Stadt reinzirkeln. Und natürlich, Laura sagt, sie will ihn fahren, ist natürlich also wenn du so ein Auto kaufst, hast du ein Problem und das ist das Image, denn es ist das typische Frauenauto. Alle sagen immer, hat es für einen Männer-Porsche nicht gereicht und so, wo ich mir sage, eigentlich, also ich sehe das nicht so. Ich finde den extrem cool und ich verstehe nicht, warum man als Mann den nicht fahren dürfte. Ja, ich würde das auch nicht so behaupten. Aber Porsche schafft jetzt zum Schluss natürlich ein bisschen das Image wegzukriegen. Nämlich der Cayman ist ja auch extrem so, dass alle sagen, ist ja übelst das Frauenauto. Aber seitdem die mit dem Cayman den GT rausgebracht haben, krankes Auto, wirklich. Wirklich kranke Autos, die bauen. Wäre ja keine richtige Folge von uns ohne einen Golf. Ohne einen Golf. Aber es ist natürlich auch ein bisschen so, unsere GTI-Community lebt. Ich freue mich, dass so viele Leute GTI fahren. Also 20 Golf 6 GTI sind immer dabei. Sie sind wirklich immer dabei. Und es tut mir immer leid, wenn ihr nicht reinkommt. Ich will da auch nur, wir haben oft auch mehr getunte Autos, aber ich versuche jetzt nicht immer die Endlevel-getunten Autos reinzunehmen, sondern einfach Autos von normalen Leuten, die einfach Spaß dran haben. Der Junge baut hier ein bisschen mein Auto nach. Aber alles richtig gemacht. Ich finde den Frontschussstangenumbau extrem gut. Ich habe ihn ja genauso gemacht. Da heißt also, die Nebelscheinwerfer ausgebaut. Dafür SRS-Blenden eingebaut. Dieses Mittelteil, das U, was du da siehst, ist ja normalerweise in so Billigplastik. Ja, das hat er jetzt auch in Wagenfarbe lackiert oder foliert. Nicht ganz so gut, mein Junge. Nicht ganz so gut. Ist ein leichter Farbunterschied drin. Könnte natürlich auch auf dem Foto täuschen. Ich würde sagen, hier unten ist er auch so, ne? Bei mir bin ich so glücklich, dass dieser Lackierer so perfekt den Ton getroffen hat. Ne? Dafür ist meine Motorhaube nicht ganz so gut. Da ist ein bisschen mehr Gelb drin, als ich haben wollen würde. Ja,
das wird man eh nach der neuen Folie nicht mehr bei der Motorhaube. Die neue Folie killt alles. Mini Hauch tiefer. Ich schwöre dir, 2 Zentimeter tiefer hinten. Das würde schon reichen. Der Spoiler finde ich schon gut. Der Spoiler ist krank, ja. No. Laura sagt ja auch die ganze Zeit, ich soll mir einen Spoiler holen. Ich habe den aber Spoiler noch nicht gesehen. Ja, du darfst gleich deinen Senf dazugeben. Wir haben letzte Folge, glaube ich, darüber geredet mit dem VW-Logo. Guck mal, genau so habe ich es auch gemacht. Das ist mein Auto. Knall da Luft rein, mach da andere Felgen drauf. Hat er schwarze Spiegelkappen? Ja. Natürlich hat er schwarze Spiegelkappen. Nein, er wird das nicht nachgebaut haben. Weil, aber das Dach ist weiß. Oh ja. Brudi, mach mal Dach schwarz. Das würde den natürlich nochmal ein bisschen sportlicher machen. Ein bisschen flacher sieht er dann auch immer aus, finde ich. Er hat nur ein Bild von den Frontleuchten. Ich glaube, das sind die von dem Modelljahr vor 2010, weil ich habe die LEDs schon drin, vom quasi Facelift. Ja, es gab ja so ein kleines Facelift im Golf 6, was nie als Facelift so richtig rauskam, sondern es war einfach nur ein Modelljahreswechsel. Und viele wollen halt erst ab Modelljahr 11, weil da hast du so kleine Sachen halt. Ich glaube, ab Modelljahr 11 gab es den auch nur noch mit LEDs hinten. Es gibt den ja auch noch mit Halogens hinten. Und dann kriegst du den auch vorne halt mit den LEDs in den Lichtern. Oh. Und dann hat er auch einen verbesserten Kettenspanner und einige kleine Sachen halt, ne? Aber die Felgen sagen mir auch schon sehr zu, muss ich sagen. Nachbauräder. Es ist schwierig. Also ich bin nicht der Fan von Nachbaurädern. Ich auch nicht. Aber sie sehen, man muss halt zugeben, dass die Nachbauräder extrem gut aussehen. Ja. Das ist mein Babyhund eigentlich. Hier schläft der. Ja. Hat schon Angst. Kann man ihn sehen? Der hat die Ruhe weg. Oh, jetzt seid ihr mit reden. Ja, der kommt runter. Sobald die Kamera läuft, ist das der liebste Hund. Danach ist Eskalation. Ah, Laura, jetzt darfst du mal deine Meinung sagen. Bitte sag jetzt nicht, dass das Auto scheiße ist, sonst muss ich dich hier vom Spultuch runtertreten. Wer ist mit deinem Fuß schön da drüben? Ich finde den Spoiler auch gut. Den könntest du dir auch anschaffen, wie ich das immer sage. Ich glaube, der ist ohne TÜV, ohne hier irgendwen in die Scheiße zu reiten. Ich habe den nämlich halt auch schon mal gesehen. Und der kostet auch ein paar Moneten. Ich finde noch diese anderen Spoiler, die dann noch so einen Knick nach oben machen, noch ein bisschen cooler. Aber ohne Spoiler ist halt ohne Spoiler und ohne. Ja, wir haben gerade ganz andere Probleme mit diesem Fahrzeug. Ja, gut, an sich hast du ja einen Spoiler. Aber ja, halt nochmal so ein Flap hinten drauf. Ist halt auch ein bisschen schwierig immer mit TÜV, ne? Man muss halt immer ein bisschen sehen. Extrem clean, ne? Ist halt super clean, ne? Da ist ja nicht mal ein Sticker oder so drauf, wo man sagt, okay. Finde ich aber eigentlich gut. Ich finde es traurig. Da fehlt einfach noch der Boost-Company-Sticker. Boost-Company-Sticker auf die Frontscheibe, aber ich glaube, mit der neuen Folie wird er nicht mithalten können, leider. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, aber ich habe das als Spaß gesagt, dass er das Auto nachgebaut hat. Es sind einfach extrem gute Teile, die sich jeder kaufen kann. Oh. Ich möchte jetzt nicht hier sagen, dass ich irgendwie der Erste war, der die Teile da angebaut hat. Dadurch, dass er das recht ähnlich zu meinem Auto gebaut hat, finde ich es natürlich extrem schön. Das ist extrem perfekt gebaut, ne? Und weil würde ich mein eigenes Auto nicht feiern, wäre es schon ein bisschen traurig. Hallo, Laura, dann zeig mal die nächste Karre. Mal was anderes als VW. Oh, Junge. Aber ähnlich. Das ist natürlich auch VAG. Oh, ein Mazda. Schwer zu niesen. Nein. Ein SQ5. Was meinst du, wie viel Zoll sind diese Räder? Viel zu bloßstellen hier. Weiß ich, 20 auf jeden Fall, würde ich sagen. 22 Zoll rote Form, Alter. Kurz mal 22 Zoll. Weißt du, wie groß diese Räder sind, wenn du die vor dir hinstellst? Guck dir das Ding mal an. Ich finde, es ist für ein SUV die perfekte Tiefe. Er muss nicht 1 Millimeter tiefer, er muss nicht 1 Millimeter höher. Er sieht einfach sowas von stimmig aus. Und ich finde, es ist das optimale Gangstermobil. Wirklich. Also ich finde ihn so krass. Ich finde sogar mit diesem Ding. Mit dem Dachaufbau. Das sieht noch besser aus, finde ich. Nee, das sieht so aus, als ob du auf die Skipiste gerade fahren willst. Aber du fährst nicht mit dem Skiliftdach da oben, sondern du fährst mit deinem SUV kurz hoch. Und irgendwie hat er auch extreme Sportlichkeit dadurch bekommen, ne? Ja. Ich wüsste gerne mal, wie das fährt mit 22 Zoll. Wie das so anrollt. Also, es muss ja so krass sein, weil du musst mal überlegen, die Rotiformen sind jetzt auch bekanntlich oft nicht die leichtesten Räder. Und diese Räder erstmal in die Drehung zu kriegen, ey. Aber ich finde auch das Modell sehr, sehr schön. Es ähnelt ja sehr, wenn ich jetzt so die Frontsehne sehe, ähnelt es ja sehr fast einem RS7 so, oder S7, A7 in die Richtung. Klar, die Front ist extrem ähnlich zu einem A7. Wenn du jetzt nur diesen Ausschnitt siehst. Also da würde ich eher auf
A5. Ja, der ähnelt ja dann auch wieder. Es ist ja, aber, ja alles ähnlich. Es ähnelt alles. Ich finde, es ist schon sehr A7-Front. Na gut, der Kühlergrill ist sehr A5-mäßig. Mhm. Dafür ist der Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer-Ausschnitt sehr A7-mäßig. Aber dadurch kriegst du halt sehr diese Sportlichkeit rein, ne, in das Auto. Mit diesen Rädern, also ich finde es einfach perfekt. Und viel mehr brauchst du nicht machen, ne? Hat auch Foto geschickt, bisschen Alcantara im Innenraum. Hm. Also ich finde das Highlight trotzdem den Dachträger, muss ich sagen. Mit dem Ding drauf? Ja. Ich finde, das sieht schon extrem krass aus. Kurz mal Drogen schmuggeln, damit kannst du ja alles machen mit diesem Auto. Obwohl ich natürlich finde, eine G-Klasse ist nochmal 10% gangstermäßiger, aber ich glaube, ja, das ist schon... Eine G-Klasse wird ja auch viel mehr kosten. Ja, ja, das kann sein. Ich weiß nicht, was so ein SQ5 kostet. Vielleicht... Nein, du kannst jetzt auch nicht eine G-Klasse mit einem SQ5 vergleichen. Jetzt fängt das wieder an. Du musst immer diskutieren, ne? Ja, extrem stimmiges Auto. Ich finde es extrem schön. Ist eine schöne Vollendung oder haben wir noch eins? Eins, so. Wir haben noch eins. Oh Junge. Darf ich jetzt auch mal meine Meinung dazu sagen? Nö. Also dich kann ich mir gut in dem Auto vorstellen, nur mit deinen Fahrkünsten wird es ein bisschen eng. Ist schon, Junge, nur wenn da eine Mauer ist. Nur wenn da eine Mauer ist. Ich obwohl, glaube, wenn der Automatik ist, dann habe ich kein Problem. Ja, das Ding ist, mit dem Ding hättest du die Mauer abgerissen. Du kannst froh sein, dass du nur ein Ab hast, mit dem du in die Mauer reinkrachen konntest. Ich glaube, mit dem Ding wärst du durch die Mauer durchgeschäppert. Aber dann wäre das Auto heil geblieben. Ja, richtig. Ich würde halt die Spiegelkappen auch schwarz machen. Das mag ich. Das ist aber so ein Ding unter Audi-Fahrern für die S. Und nur beim RS? Auf jeden Fall bei den sportlichen Modellen haben die immer die Spiegelkappen. Die sind ja auch nicht so richtig silber, die sind ja so gebürstet, weißt du? Naja, aber ich bin kein Audi-Fahrer, ich würde die dann schauen. Naja, wenn du das Auto hast, bist du schon Audi-Fahrer. Ja. Du musst ja zeigen, dass du einen sportlichen SUV fährst, Mensch. Ich glaube, das geht viel sportlicher mit schwarzen Spiegeln. Die Fahrweise macht's aus, ne? Fett aus, ne? Kann man schon mal fahren. Ist schon Gangster, ne? Ja. Fällt mir. Also die letzte Folge war ja extrem bunt. Die Folge geht, ne? Die ist nicht so krass bunt. Was hatten wir jetzt? Ich weiß es auch schon nicht mehr. Also ein Highlight diese Folge nach dem nächsten. Ich finde ja auch, dass diese Folge viel krasser als in der letzten Folge. Ein Golf 7 GTI könnte auch als Vor-Facelift angefangen haben, der Umbau. Ist, denke ich, auch ein Vor-Facelift, denn er hat hier noch die alten... Das ist auf jeden Fall ein Vor-Facelift, denn er hat die alten Rückleuchten drin und hat auch die alte Frontstoßstange, soweit ich das sehe. Hat das aber mit perfekten Teilen ergänzt, denn er hat die Frontleuchten getauscht gegen die Osram. Ich denke mal, die sind von Osram. Und hat sich den Spoiler hier geholt, den Clubsport-Look. Und finde ich extrem schön. Also es sieht extrem krass aus. Folie ist Endlevel. Also ich muss wirklich diesmal sagen, Folie ist... Mehr geht nicht. Mehr als diese Folie geht nicht. Ich finde die Folie in Kombination mit den Felgen auch ziemlich geil. Ja, auch Felgenwahl, vom Felgendesign her, ne? Auch so die drei Farben hier von Bremssattel, Felge und Folie. Ja, und es ist so schwierig, eigentlich da Rot mit reinzubringen, dass du wirklich sagst, das sieht jetzt gut aus, das Rot passt dazu. Es ist extrem schönes Auto, also ich bin wirklich begeistert. Wenn du auch siehst, wie tief das Ding mit Luftfahrwerk hängt, da wie die Auspuffanlage dahinter hängt. Ich finde den krass versenkt, weil der geht um einiges tiefer als mein Golf 6 GTI auf Luft. Also das ist schon hammermäßig. Es ist halt einfach, das stimmiger geht's auch kaum. Nee. Ne? Es ist einfach so. Der hat auf jeden Fall einen guten Geschmack für Stimmigkeiten auch. Ja, ne? Ja, du brauchst gar nicht viel mehr machen. Super elegant, schon, ja. Genau, es ist einfach perfekt gebaut. Den würde Denise auch fahren. Und das Ding ist halt, dass es auch nicht, der braucht nicht extrem viele Sticker oder sowas, um aufzufallen. Ja, wobei, ich finde halt hier auf den ersten beiden Bildern sieht die Farbe so ein bisschen dunkler aus. Mhm. Ne? Na, das stimmt. Und hier ist es so voll knallig. Ich glaube, das ist bei Lila aber oft so, dass das extrem auf den Lichteinfall ankommt. Ja, ich würde das Auto gerne mal in echt sehen. Laura macht sich gleich ein Date aus. Gleich erstmal Schluss machen. Oh, der hat einen Golf 7. Da muss ich nicht mit so einem schäbigen Golf 6 rumfahren. Mit dem fahre ich oft rum. Nur mal im Jahr. Ich bin dieses Jahr auch schon 250 Kilometer gefahren, ja? Ohne mich. Bestleistung, ja, stimmt. Okay, ja, das war's dann aber auch. Okay, dann gibt Leon nochmal alle Autos, dann darf er sich mal einen Sieger davon aussuchen. Ja, wir müssen jetzt auch hier sputen, wir haben nur noch 5% Akku. Oh. Leben am Limit. Ich hatte die ersten drei Autos schon wieder vergessen. Es ist extrem schwierig diesmal für mich, weil ich könnte fast jedes Auto nehmen. Ich weiß es schon. Ich auch. Dann los geht's. Also mein Favorit ist wirklich, ich glaube, es auch nur wegen dem Dachträger, der Audi. Nächste Woche im Video, Leon baut auf seinen VR6 Dachträger.
Nee, das habe ich auf dem A6 Allroad auch schon mal gesehen. Ja. Auf Luft, das sah so geil aus. Stimmt, Audi kann irgendwie Dachträger. Ja, ich wollte auch den Audi sehen, aber es ist nicht schlimm, weil dann kommt mein zweiter Favorit ins Spiel, der Golf vom Ende, der Lila. Ne? Echt? Ja, vielleicht bekomme ich jetzt wirklich ein Date. Okay, danke, danke. Ja, für mich ist es eigentlich eindeutig, würde ich nicht den Golf 6 GTI nehmen, der genauso aussieht wie meiner. Wie gesagt, werde ich mich wieder selber beleidigen. Extrem schönes Auto, extrem gute Fotos. Echt, nimmst du nicht den Porsche? Ich hätte gedacht, du nimmst den Porsche. Ja, ich habe überlegt, der Porsche ist natürlich extrem gut. Ich habe den extra für dich übrig gelassen. Ja, ich find den Porsche auch wirklich extrem gut. Aber ich muss hier ja, wie gesagt, meine Ehre verteidigen. Und ich muss sagen, dass der Golf 6 GTI das schönste Auto ist, was ich gesehen habe. Nein, das ist doch meine Meinung. Laura, ich hätte mir das Auto hier nicht so hingestellt, wenn ich das nicht so finden würde. Und ich sag dir ehrlich, ich hatte einfach nicht die Idee für so einen Porsche. Wenn du jetzt natürlich guckst, der Porsche kostet aktuell genauso viel wie ein Golf 6 GTI und der Porsche wird die bessere Wahl im Kauf sein. Es wird das bessere Ansehen sein, es wird das coolere Auto auf Dauer sein, es wird das wertstabilere Auto auf Dauer sein, aber ein Golf 6 GTI ist ein Golf 6 GTI, ne? Dann haben wir das geklärt. Aber genau. Porsche kostet auch Porsche Ersatzteile, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen, richtig. Ich glaube, allein die Turbofelgen, wenn du, die wirst du safe nicht in der Preisklasse für unter 10.000 Euro dazubekommen. Und ich glaube, da legst du schon mal nettes Geld hin. Andererseits für Rotiformen, die sind auch immer nicht so billig. Also, so lala. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr habt bald wieder die Chance. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Stay tuned. Lifeline move.